Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Gesundheitsfernsehen. Ja, heute ein wichtiges Thema und ein viel verbreitetes Thema ist Lipödem. Ja, und wenn mein heutiger Gast ist, erfahren Sie nach dem Intro, also bleiben Sie unbedingt dran. Bis gleich. Ja, willkommen zurück und herzlich willkommen, liebe Sophie Pfeiffer. Du bist ganzheitliche Ärztin und ich bin dankbar, dass du heute da bist. Ja, ich freue mich auch sehr, Fabian. Ja, Lipödem, können wir da vielleicht zuerst mal bei der Basis anfangen? Was ist das überhaupt? Ja, unbedingt. Das Lipödem ist nämlich tatsächlich eine relativ häufige Erkrankung. Es sind Schätzungen bekannt, dass ungefähr jede 10. Frau an einem Lipödem leidet. Wobei man da sagen muss, die Krankheit tritt meistens erst auf nach der Pubertät. Jüngere Frauen sind davon meistens nicht betroffen, aber es geht schon mit der Pubertät los, dass sich die ersten Anzeichen herausbilden. Und wie man so hören kann, wenn ich davon rede, es ist eine Erkrankung, die eigentlich nur die Frauen betrifft. Mhm. Das liegt daran, wie die Krankheit entsteht. Die hat auch was mit den weiblichen Geschlechtshormonen zu tun. Die wird im Grunde durch das Östrogen getriggert, sagt man. Also es geht eigentlich erst damit los, wenn der Östrogenspiegel im Körper der Frau ansteigt. Und das ist natürlich zum Beispiel in der Pubertät so oder im Rahmen der Schwangerschaft oder nach einer Schwangerschaft oder in den Wechseljahren. Also wenn sich der Hormonhaushalt umstellt. Ja. Ja. Könnte man dann auch schon sagen, wenn jetzt eine Frau anfängt, die Pille einzunehmen, dass dort eigentlich die Gefahr oder sagen wir das Risiko auch da ist, dass man eher auch ein Lipödem bekommen könnte? Also da gibt es jetzt keine offiziellen Stellungnahmen der Schulmedizin, dass es da einen Zusammenhang gibt. Allerdings finde ich dieses Argument unbedingt wichtig mit einer Pille, egal ob das jetzt eine östrogenhaltige Pille ist oder eine östrogenfreie Pille. Was man tut, ist, man greift halt stark in das Hormongleichgewicht des Körpers ein. Besonders natürlich in der Pubertät, da ist ja der Körper eigentlich aufgefordert, sein eigenes Gleichgewicht erstmal zu finden. Ja. Und da gibt man ja einen komplett anderen Reiz mit hinein. Und für mich ist es absolut naheliegend, dass man sich damit auseinandersetzt, gerade wenn man von der Krankheit betroffen ist als Frau, sich die Frage zu stellen, möchte ich damit eigentlich noch meinen eigenen Hormonhaushalt zusätzlich mit beeinflussen? Ja, und vielleicht da auch einen anderen Weg zu gehen und zu sagen, okay, ich verzichte auf diese Hormoneinnahme von außen und schaue mir Alternativen an. Mhm. Ne? Da sind wir jetzt aber schon wahnsinnig weit tief im Thema drin. Ne? Was kann man machen, wenn man davon betroffen ist? Vielleicht geht es nochmal darum, zu klären, was genau überhaupt ein Lipödem ist. Gerne, ja. Weil selbst da gibt es Verwirrungen und Unklarheiten und tatsächlich gibt es auch Ärzte, die das gar nicht so schnell erkennen. Lipödem an sich ist eine Fettverteilungsstörung. Das ist relativ auffällig, wenn man einmal weiß, worum es sich handelt, dann fällt einem das tatsächlich auch auf, wenn man jemanden sieht, eine Frau sieht, die davon betroffen ist. Und zwar ist das so, dass sich das Fett sehr ungleichmäßig am Körper verteilt. Charakteristisch ist, dass die Frau einen normalen Stamm hat, das heißt Brust und Bauchbereich, Halsbereich, Schultern wirkt recht normal und dann kommen sehr, ich würde mal sagen, ausladende Hüften und Beine. Haben Sie eine gesundheitsspezifische Frage und möchten zeitsparende Antworten, ohne stundenlang zu recherchieren? Stellen Sie Ihre Frage an Kai Sana. Sie generiert für Sie fundierte Ansätze und präzise Videovorschläge. Also dieses Fett verteilt sich symmetrisch an beiden Beinen gleichmäßig, aber halt immer im unteren Bereich der Extremität. Mhm. Und ganz charakteristisch ist, dass dann wiederum die Gelenke und die Füße, die sind wieder ganz normal. Ja. Und wenn das fortschreitet, also wenn da sehr, dass dieses Fett sich tatsächlich sehr, sehr wächst, sehr schwillt, Lipödem, das, wenn man das übersetzt, ist eine Schwellung des Fettes, Lipfett, Ödema, Schwellung. Mhm. Wenn das dann quasi im Umfang zunimmt, dann erscheint das fast wie ein Kalibersprung, sagt man dann. Ja, gerade im Bereich des Knöchels, weil dann der Knöchel wieder so zart erscheint, ist das dieser Kalibersprung von dem dicken Bein
zu dem sehr zierlichen Knöchel. Es gibt aber auch da Besonderheiten. Es gibt Frauen, die haben das eher im Bereich der Oberschenkel. Das ist dann das klassische, die Reiterhosenverteilung. Mhm. Und wenn sich das wirklich bis zum gesamten Bein hinunterzieht und auch den Unterschenkel mit betrifft, dann nennt man das Säulenbein. Ja, es sind teilweise sehr, wirkt sehr gemein, die Bezeichnung, aber die ist einfach nur vom Bild her, was für ein Bild sich da ergibt. Und dann gibt es auch noch Frauen, die haben das auch an den Armen, besonders dann an den Oberarmen, diese Fettverteilungsstörung. Mhm. Und wenn man sich das anschaut, genau diese Stellen, das ist die weibliche, charakteristisch weibliche Fettverteilung. Und dafür ist das Östrogen zuständig. Ne? Gerade in dem Bereich sind die Fettzellen, haben die sehr, sehr empfindsame Östrogenrezeptoren. Wenn dann Östrogen steigt, dann produzieren die Fettzellen, lagern die mehr Fett ein. Also an sich ist diese Verteilung, dieses Verteilungsmuster nicht krankhaft. Was aber bei den Frauen passiert, die vom Lipödem betroffen sind, da gibt es eine Störung in dem Signalweg, ja, wie jetzt Östrogen an der Zelle, gibt einen kleinen Rezeptor dafür, da bindet das Östrogen. Und was dann in der Zelle passiert, da gibt es eine Fehlregulation. Das heißt, die Zellen werden nicht nur extrem groß, sondern sie vermehren sich auch. Also es gibt zu viele und zu große von diesen Fettzellen. Und das wiederum zieht dann einiges nach sich, dass dann in diesem Gewebe auch noch eine chronische Entzündung stattfindet. Ja, wenn zu viel Fett da ist, zu viele freie Fettsäuren, das kann entzündungsfördernd wirken. Gewisse Fettsäuren fördern die Entzündung im Gewebe. Und gleichzeitig, weil das so anschwillt und auch da so viel Druck drin ist, kommt es wahrscheinlich auch zu einem Sauerstoffmangel im Gewebe, was wiederum die Entzündung mit begünstigt. Mhm. Ne? Und man hat dann bei den Frauen festgestellt, wenn man dieses Fettgewebe untersucht hat, auch wirklich so unter dem Mikroskop, dass sich da sehr, sehr viele neue Blutgefäße gebildet haben. Kann man als Reaktion werten des Körpers auf einen Sauerstoffmangel, dann versucht der Körper da irgendwie mehr Sauerstoff hinzubringen. Und selbst das scheint dann gar nicht mehr auszureichen, sodass dann auch diese Gefäße, diese feinen Haargefäße, die Kapillaren im Gewebe, brüchig werden. Das nennt man dann eine Mikroangiopathie. Also die ganz kleinen Gefäße sind dann auch krankhaft verändert. Sie sind brüchig, da tritt mehr von dem Blut, treten die flüssigen Bestandteile mehr ins Gewebe aus. Teilweise auch Eiweiße, die da in dieser großen Menge gar nicht hingehören. Das macht wieder Entzündung, es macht noch mehr Schwellung, es macht noch mehr Druck. Und jetzt kommen wir zum ganz Charakteristischen, was dann nämlich das Lipödem unterscheidet von einfach nur einem dicken Bein. Ja. Das sind Schmerzen. Also man kann schon fast sagen, das Lipödem ist eine Schmerzerkrankung mit der auffälligen Fettverteilungsstörung. Ja, und das ist auch so das, wo man dieses Jahr, Anfang des Jahres hat man die Leitlinien, die schulmedizinischen Leitlinien für diese Erkrankung, für die Diagnose, die Therapie nochmal komplett umgearbeitet. Und der Grundtenor ist, man konzentriert sich wirklich auf diese Schmerzkomponente. Ne? Eine sogenannte Fettverteilungsstörung oder Hyperlipidämie am Bein ist noch kein Lipödem. Es wird erst dann zum Lipödem, wenn die Frauen Schmerzen haben. Und das wirklich unkontrollierbar. Mhm. Ja. Ja, es klingt echt heftig, dass man ja wahrscheinlich dann einfach die Behandlung, behaupte ich jetzt mal, Schmerzmittel sein wird. Der psychische Druck einer Frau ist ja natürlich auch extrem da. Absolut. Auf einmal bekommst du dieses Lipödem, ja. Ziehst dich eventuell psychisch sogar auch zurück, versuchst die Stellen zu verdecken. Ja. Also ja, echt wichtig, dass wir auch darüber sprechen. Mhm. Wir können da ja gerne mal reinschauen, wie das Lipödem behandelt wird. Gerne, ja. Also was man dazu sagen muss, diese Erkrankung ist zwar wird als chronische Erkrankung eingeschätzt oder bewertet, aber es heißt nicht, dass die von vornherein immer weiter fortschreiten muss. Mhm. Das heißt, wenn man das erkennt und
die Frau dann interveniert, also gewisse Maßnahmen umsetzt, dann sagt auch die Schulmedizin, können die Schmerzen gut behandelt werden und es muss nicht immer mehr werden und nicht immer schlimmer. Und da ist das oberste Therapieprinzip, was dann auch die Frau mit dieser Diagnose bekommt, ist Kompression. Nennen wir das Kompressionsstrümpfe, werden dann angepasst oder Strumpfhosen. Das ist essentiell und das ist tatsächlich auch etwas, was ganz viel Disziplin erfordert. Weil diese Kompressionsstrümpfe werden dann quasi wirklich täglich getragen. Und es gibt da auch keine Ausnahmen. Es gibt einen ganz klaren Zusammenhang, wenn diese Schwellung im Gewebe zunimmt, dann natürlich auch durch diese brüchigen Blutgefäße, wenn die Schwellung zunimmt, nehmen die Schmerzen zu. Das heißt, oberstes Ziel ist wirklich zu komprimieren, damit diese Schwellung im Gewebe zurückgedrängt wird. Das heißt nicht, dass das Fett sich verändert oder weggedrängt wird. Es geht wirklich nur darum, diese Schwellung im Griff zu behalten, weil man gemerkt hat, das ist das A und O beim Lipödem, damit keine Schmerzen auftreten. Ja. Der Erfolg bemisst sich nicht daran, das Bein wieder schlank zu machen in dem Moment, sondern der Erfolg bemisst sich nur daran, die Schmerzen wegzubekommen. Und das ist ja auch etwas, das müssen Lipödem-Patientinnen erstmal so annehmen. Ja? Es geht in der Behandlung ihrer Erkrankung nicht zwingend darum, dass sie die optische Veränderung bekommen, sondern wenn sie mit ihrem Arzt zusammenarbeiten, geht es darum, die Schmerzen zu reduzieren. Ja. Ja? Also wir haben die Kompressionsstrümpfe, die dann getragen werden müssen, egal ob es heiß ist, besonders eigentlich bei den hohen Temperaturen sind Lipödem-Patientinnen auf diese Kompression angewiesen, damit diese Temperaturen nicht diese Schwellung im Gewebe noch zusätzlich mit fördern. Aber auch beim Sport wird die getragen. Ja? Dann kann man manuelle Lymphdrainage mit anwenden. Das führt auch dazu, dass diese Schwellung im Gewebe abgebaut wird. Und man hat sogar herausgefunden, dass manuelle Lymphdrainage wirklich auch an diesen Schmerzfasern eine Veränderung macht. Ah, wirklich? Plump gesagt, die entspannen sich. Und Lymphdrainage ist dann nie nur am Bein, sondern man stimuliert auch die Lymphwege jetzt im Bereich des Bauchs. Das läuft ja alles darüber. Und wenn man da nicht das richtig frei macht, dann kann das ja nie abfließen. Ja. Und man weiß, dass Lymphdrainage im Bereich des Bauches auch die Aktivität unseres Vagusnervs erhöht. Und Vagusnerv ist gleichbedeutend mit Entspannung und Regeneration. Also manuelle Lymphdrainage, glaube ich, ist sehr, sehr wertvoll. Die Erfahrung aus der Praxis zeigt sich, dass die Patientinnen sich das einfordern müssen. Und im besten Fall dann auch zu einem Facharzt gehen, der das gut verschreiben kann. Weil unter Umständen der Hausarzt dann schon mal sagt, ich kann das nicht so oft aufschreiben. Mhm. Ja, das bloß mal so als Nebenbemerkung. Das ist sehr wichtig, das zu nennen, genau. Wenn jetzt jemand hier draußen betroffen ist, genau. Dass er schon weiß, hey, das gibt's noch, das könnte ich auch noch einfordern. Ja, auf jeden Fall. Und das wirklich auch zu machen. Frauen laufen mittlerweile 10 Jahre mit den Beschwerden rum, bevor sie die Diagnose bekommen. Und es war vor mehreren Jahren noch länger. Es hat teilweise noch viel länger gebraucht, bis sie eine Antwort erstmal auf ihre Beschwerden gefunden haben. Ja. Ja, das, womit eine betroffene Frau rechnen muss, ist ja erstmal etwas wie, na nimm doch ab. Ja, das liegt ja am Übergewicht. Und man hat herausgefunden, dass Übergewicht oder Adipositas nicht zwingend was mit dem Lipödem zu tun hat. Also das kann man messen mit bestimmten kleinen Stoffen, Signalstoffen, die im Gewebe sind. Und man sieht, okay, bei einem adipösen, stark übergewichtigen Menschen sieht das ganz anders aus als bei der Lipödem-Patientin. Aber, und das ist wichtig, wenn man ein Lipödem hat, dann ist jede Gewichtszunahme, die kalorienbedingt ist, führt dazu, dass sich das Lipödem verschlechtert, also die Beschwerden verschlechtert. Durch diese Fettverteilung. Richtig, die Fettzellen dann noch mehr wachsen. Und das Problem ist nicht nur dieses Fett, sondern die Entzündung daraus. Ja. Ja, und der Stoffwechselweg in diesen Fettzellen, der ist gestört. Das heißt, wenn eine, ich sag mal, nicht betroffene, übergewichtige Frau dann entscheidet, jetzt stelle ich meine Ernährung um und jetzt
esse ich einfach gesünder, weniger von den schlechten Sachen, dann kommt es ja zu einem Kaloriendefizit im besten Fall. Und dann kann die Zelle so sukzessive dann auch wieder das Fett abbauen. Das wird bei der Lipödem-Patientin nicht passieren. Also so eine einfache Kalorieneinsparung führt nicht dazu, dass das Fett an den betroffenen Stellen weniger wird. Im Gegenteil, es wird dann an den Stellen weniger, wo meistens schon weniger ist. Ja. Ja? Genau. Und im Grunde muss man dann schauen, wie geht man damit um? Viele Frauen werden sich früher oder später die Frage stellen, ob für sie eine Fettabsaugung in Frage kommt. Weil da die Auffassung ist, okay, das ist der einzige Weg, um dieses Fettgewebe, diese Fettzellen aus dem Körper rauszubekommen. Einen anderen Weg gibt es nicht. Es gibt immer nur den Weg durch Abnehmen, durch quasi Fettverbrennung, dass die Fettzellen schmelzen, aber sie bleiben da. Und wie gesagt, die betroffenen Frauen, die haben gar keine Möglichkeit darauf, so einfach zuzugreifen, dass die Fettzellen schmelzen. Es gibt Möglichkeiten, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber im Normalfall ist dann kommt die Option irgendwann mal auf den Tisch, lasse ich mir das Fett absaugen. Und da muss man ganz klar sagen, die Krankenkassen in Deutschland übernehmen die Kosten für eine Fettabsaugung in der Regel nicht. Ja, das ist nur in Ausnahmefällen, wird das genehmigt und das ist auch ein gewisser Weg dahin, um das wirklich bezahlt zu bekommen. Das heißt, die Kosten müssen die Frauen dann selber tragen. Siehst du denn diese Option als sinnvoll jetzt du persönlich? Also, was man ganz klar sagen muss, der Effekt nach den meisten Eingriffen ist für die Frauen eine wahnsinnige Erleichterung. Mhm. Nicht nur optisch, und das ist ja das... Das ist ja wirklich eine Methode, wo diese Optik so beeinflusst wird. Das vorher, nachher, das ist ganz klar eine Erleichterung für die meisten Frauen. Ja. Und das Zweite ist, dass die überwiegenden Frauen wirklich dann auch von einer ganz großen Schmerzerleichterung profitieren nach einer Fettabsaugung. Das heißt, ich würde das per se nicht abwenden wollen oder jemanden ausreden wollen. Diese Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen. Es ist immer noch ein chirurgischer Eingriff. Und da gibt es gewisse Risiken und darüber sollte man sich im Klaren sein. Und ich glaube, es ist nicht zielführend davon zu sprechen, dass das Lipödem durch eine Fettabsaugung geheilt werden kann. Ich glaube, das kann zu einer Enttäuschung führen, weil es wird niemals restlos jede Fettzelle entfernt. Mhm. Und es hat sich gezeigt, dass Fettzellen, die nach einer Fettabsaugung im Gewebe verbleiben, die können wieder wachsen. Wenn ich dann nach der OP nicht auf meine Ernährung achte oder wieder in eine Hormonumstellung reinkomme, dann kann das wieder auftreten. Und es gibt Frauen, die hatten ein tolles Ergebnis nach den ersten Eingriffen. Das sind meistens immer mindestens 2 Eingriffe, wenn nicht sogar 3. Und dann haben die einige Jahre einen super Effekt und dann tritt es wieder auf und die brauchen eine Korrektur. Ja. Und zu dem Zeitpunkt hat sich aber auch schon Narbengewebe gebildet im Gewebe, weil so eine Fettabsaugung natürlich auch was mit dem Gewebe macht. Ne? Mhm. Also das muss man einfach wissen. Ja. Wenn man sich mit dieser Option auseinandersetzt, es gibt Vorteile und es gibt aber einfach Sachen, die muss man wissen. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, was mache ich noch? Was kann ich vielleicht noch nutzen, um da mit dieser Erkrankung gut leben zu können oder vielleicht sogar das so umzustellen und solche Veränderungen zu erzielen, dass ich mich wohlfühle. Und das, was ich glaube, wirklich wichtig ist, ist dieser psychische Faktor, den du schon angesprochen hast. Ja. Also Lipödem ist eine Schmerzerkrankung. Das heißt, allein durch diese chronischen Schmerzen wird unsere Psyche beeinträchtigt. Und jeder, der eine chronische Schmerzerkrankung hat, ist dazu aufgerufen, sehr gut auf sich zu achten, sehr gut für sich zu sorgen, psychisch gesehen. Ja? Und da einfach die Voraussetzung zu schaffen, dass ich mit so einem chronischen Schmerz gut umgehen kann. Das ist das eine. Was sich aber auch gezeigt hat, ist, dass bei Frauen, die ein Lipödem haben, häufig vor Ausbruch der Erkrankung schon in den 12 Monaten davor ein enormer psychischer Stress, eine Stressphase stattgefunden hat. Und ungefähr ein Drittel der Patientinnen haben sogar alte Traumata, Missbrauchserfahrungen, die nicht aufgearbeitet sind.
Ich will nicht sagen, dass das bei jedem der Fall ist, aber ich möchte darauf hinweisen, dieser Faktor sollte nicht unterschätzt werden, dass es möglicherweise auch einen Zusammenhang gibt, also nicht nur diese quasi Ursache-Wirkung, ich habe ein Lipödem und dann bekomme ich eine Depression, was möglich ist, oder eine Essstörung gibt es auch, ja, dass sich da so ein Teufelskreislauf entwickelt zwischen ich will abnehmen, ich mache eine Kur, merke, es geht nicht, dann nehme ich zu und das Lipödem wächst dadurch aber an. Am Ende habe ich ein Lipödem und eine Essstörung. Das muss dann beides behandelt werden. Es gibt aber auch noch einen anderen, also der Fall, den kann man auch umdrehen. Die Ursache, unsere Psyche macht etwas mit unserem Körper, dass ein Lipödem entsteht. Ja? Und das ist eine große Aufgabe für die Frauen, da immer auch hinzuschauen und gut für sich zu sorgen. Und das Weitere, was ich dann immer auch mit anschauen würde, du hast es schon angesprochen, Hormone, dass ich mich damit auseinandersetze, wie ist überhaupt, was für Hormone spielen bei mir eine Rolle? Nehme ich welche noch zu mir? Durch zum Beispiel Medikamente, aber es gibt auch ganz viele Substanzen, die wir täglich zum Beispiel auf unsere Haut machen oder auch über die Ernährung mit aufnehmen, die wie Hormone in unserem Körper wirken. Und sich das mal anzuschauen und zu gucken, kann ich davon irgendwas weglassen, das ist wichtig. Dann geht es darum, wie ist mein Darm? Weil unser Darm, unsere Darmflora, die Bakterien, die da drin wohnen, die haben einen Einfluss darauf, wie viele Östrogene in unserem Körper rumschwimmen und auch aktiv sind. Das heißt, da kann ich mich quasi damit auseinandersetzen, wie ich das fördern kann. Und wenn es jetzt in diesem Bereich Gewichtsverlauf, Gewichtskontrolle geht, da wird ja gesagt, okay, das ist ganz wichtig, aber Abnehmkuren bringen nicht so viel Effekt auf das Gewebe. Und da haben sich jetzt schon neuere Untersuchungen wieder haben gezeigt, dass es da möglicherweise eine Option ist, die ketogene Ernährung auszuprobieren. Ketogene Ernährung bedeutet im Grunde, dass man die Zufuhr an Kohlenhydrate stark einschränkt für den Körper, sodass er gezwungen ist, auf Fettverbrennung umzustellen. Ja. Ja, und dieser Mechanismus, das ist ja recht offensichtlich, dass es in den Fettzellen irgendwie dysreguliert ist. Und für mich ist das sehr logisch, dass er nicht gut, diese Fettverbrennung nicht gut ablaufen kann, wenn noch zu viele Kohlenhydrate da sind. Also Insulin wird er dann ausgeschüttet und das hemmt einfach die Fettverbrennung. Wenn ich jetzt aber die Kohlenhydrate so weit senke, dass mein Körper wirklich gezwungen wird, diesen Schalter umzulegen zur Fettverbrennung, dann hat sich das gezeigt in Studien, dass sogar die von Lipödem betroffenen Patientinnen Fettgewebe auch wirklich sukzessive verringern konnten. Ja, super. Und da glaube ich, auch wenn das erstmal abschreckend wirkt, keine Kohlenhydrate, wenn man das möchte, wenn man wirklich alles für sich nutzen möchte, dann sollte man das mit ausprobieren. Ja, nein, man muss es schlussendlich wert, selbst tun, oder? Genau, selbst tun und die Erfahrung damit machen. Ja. Genau. Das ist natürlich am Anfang ziemlich schwierig, wenn man damit anfängt, aber nach ein paar Tagen kommt dann da definitiv auch die Gewohnheit dazu. Vielleicht sind es nicht nach ein paar Tagen, sondern eher nach ein paar Wochen. Aber es kommt der Gewohnheitsfaktor dazu. Und das Tolle bei Lipödem ist, es gibt mittlerweile ganz viele Zusammenschlüsse von Frauen, Selbsthilfegruppen, die sich untereinander helfen, weil die natürlich, viele von den Frauen haben dieselben Erfahrungen gemacht, gerade was Vorurteile angeht, was dieses, dann nimm doch mal ab, und diese Frustration, und da hilft ein Austausch. Und es gibt mittlerweile auch gute Gruppen von Frauen, die eben die ketogene Ernährung für sich ausprobieren und sich austauschen und weiterhelfen und unterstützen. Ja, super. Und davon kann man, also das kann man alles für sich mit nutzen. Ne? Ja, das ist das Schöne, man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern es gibt es ja schon, es gibt Leute, die stecken gerade in der Phase oder haben sie schon durchgemacht. Genau. Kann ja gemeinsam dadurch. Richtig, ja. Ja, was gibt es sonst noch so für Methoden, um gegen das Lipödem vorzugehen? Ich persönlich
bringe unglaublich gern immer noch eine ganz bestimmte Medizintechnologie mit in die Beratungen ein oder in die Aufklärung. Ich sehe das alles als Aufklärungsarbeit. Und es gibt da einfach was, was auf viele Krankheiten sich auswirkt, aber gerade auch beim Lipödem natürlich mit angewandt werden kann. Und das sind die kleinen Felder. Das ist eine Magnetfeldanwendung. Mhm. Die mittlerweile schon recht gute messbare Effekte aufgezeigt hat. Und unter anderem, was natürlich beim Lipödem so im Vordergrund steht, ist dieser Schmerz, ja, dieser chronische Schmerz. Und bestimmte Magnetfeldanwendungen, wozu auch die Kleinfelder gehören, konnten schon in Studien, auch in Metastudien, wo wirklich so ganz viele Studien reingenommen werden, konnte das nachgewiesen werden, dass die eine gute schmerzreduzierende Wirkung haben. Also da kann man davon ausgehen, dass diese Magnetfelder auf irgendeine Art und Weise mit unseren Schmerzfasern interagieren, beziehungsweise mit den Flüssigkeiten, die sich im Schmerz bewegen. Ja. Im Nerv bewegen. Und dass es da auch wirklich zu einer Reduktion von Schmerzen kommt. Und die kleinen Felder haben aber noch super viele andere Ansatzpunkte, wo man sagen kann, da ist ein Effekt messbar. Und was sie halt machen, ist, dass sie die Mikrozirkulation, also die Durchblutung in den feinsten Haargefäßen des Gewebes verbessern, ja, sodass am Ende mehr Sauerstoff im Gewebe ankommt. Ja. Könnte man daraus auch folgern, dass dann auch die Entzündungen weniger darum werden? Darum geht's, genau. Ah, super, was, weil das hatten wir bis jetzt noch gar nicht so, die Lösung für, genau, die Entzündungen. Genau, und das ist nämlich, was du ansprichst, das ist tatsächlich eine Sorge, die ich von Ödempatientinnen höre. Wenn es die Durchblutung verbessert, wird dann nicht noch mehr Ödem im Bein. Ne? Gerade beim Lipödem ist es ja auch so, dass diese feinen Haargefäße, das habe ich ja vorhin gesagt, die sind ein bisschen wie brüchig, ja, und dann tritt ja sowieso schon mehr Flüssigkeit aus. Und dann könnte man sagen, wenn sich das noch verbessert, die Durchblutung, dann wird doch das aber möglicherweise noch schlechter. Mhm. Und da muss man sich aber anschauen, warum sind denn diese kleinen Blutgefäße so brüchig? Und das ist ja die Entzündung wahrscheinlich. Die Entzündung, der Sauerstoffmangel, der wiederum zu einer Entzündung führt. Das heißt, wenn man mehr Sauerstoff ins Gewebe reinbringt, dann ist es wahrscheinlich, dass natürlich auch Sauerstoffmangel wird verbessert und der Entzündungsfaktor geht auch zurück. Ne? Wir können das gerne mal zeigen, dass ich das auch jeder mal ein kleines Bild davon machen kann. Das ist jetzt nur eine Animation, um das zu verdeutlichen, was passiert. Das konnte man messbar machen durch Aufnahmen im Dunkelfeldmikroskop. Links sieht man jetzt ein Blutgefäß, das sind die roten Blutkörperchen, wirken ein bisschen wie aneinander, ja, ich will nicht sagen verklebt, aber die sind zu nah beieinander. Im Normalfall sollten die schön locker durch das Blut strömen, wie es rechts zu sehen ist, weil nur dann können die natürlich auch so ein kleines Gefäß überhaupt erwischen. Ne? Sonst, wenn die zu viel aneinander kleben, dann schwimmen die da einfach vorbei. Und dann hat man den Sauerstoff zwar in dem Gefäß, aber nicht mehr in den kleinen Kapillaren, da wo es hingehört, zur Zelle. Und das sind tatsächlich Effekte, die man durch diese kleine Felderanwendung sogar im Dunkelfeld messbar, sichtbar machen konnte. Messbar ist ja das falsche Wort, aber man konnte sie sichtbar machen. Ja, und das finde ich so spannend auch in dieser, dass man das jetzt wirklich auch mal so visuell sehen kann. Genau. Weil das unterstreicht alle deine Aussagen nochmals. Ja. Weil jetzt leuchtet es echt ein, wenn die nicht so verklebt sind, dass sie dann wirklich so wie auf der rechten Seite wirklich in die feinen Kapillaren gehen können. Es schießt ja richtig durch, sprich der Sauerstoff kommt wirklich auch an. Genau. Ja, echt spannend. Und wenn der Sauerstoff ankommt, dann im Grunde, was passiert ist, wenn die Zelle besser damit versorgt ist, dann geht der Sauerstoff besser zu den Mitochondrien. Die Mitochondrien können besser arbeiten und die sind für den gesamten Energiestoffwechsel zuständig. Da ist eine Kettenreaktion nach der anderen. Ja, genau. Ja, ja. Ja, echt spannend. Eine Frage habe ich noch. Mhm. Durch andere Sendungen habe ich halt so erfahren, dass auch Männer immer mehr mit Hormone der Umwelt auch betroffen sind. Ja. Gibt es da auch schon Fälle, dass auch Männer betroffen sind von Lipödem? Genau. Also es ist fast ausschließlich eine Frauenerkrankung. Mhm. Und es gibt betroffene Männer tatsächlich. Und die sind in den meisten Fällen eben von einer Hormonstörung betroffen.
wie das dazu kommen kann, ein Beispiel, wenn die Leber nicht gut arbeitet. Mhm. Die Leber ist für den Abbau von Hormonen zuständig. Das heißt, es gibt ganz viele aktive Hormone und die Leber ist dann dafür zuständig, dass die inaktiviert werden und dann können die auch nicht mehr wirken. Und dann werden die weiter abgebaut und irgendwann auch ausgeschieden. Wenn die Leber nicht mehr gut funktioniert, dann sammeln sich zu viele Hormone im Körper an. Kann auch bei Frauen übrigens der Fall sein, dass die Leberfunktion einfach ein bisschen beeinträchtigt ist. Mhm. Nichts, was man im Labor in einer Blutuntersuchung messen kann, die ist einfach ein bisschen beeinträchtigt. Kann man auch regulieren, kann man mit Pflanzen beeinflussen oder Lebensweise, Umstellung der Lebensweise. Ja, und bei Männern ist es so, jeder gesunde Mann hat auch Östrogen im Körper. Mhm. Das braucht der männliche Körper und der weibliche, nur eben in unterschiedlichen Dosierungen. Ja. Und beim Mann ist es genauso, die Leber muss das Östrogen abbauen. Und wenn eine Lebererkrankung vorliegt und der Körper das nicht kann, dann sammelt sich das Östrogen beim Mann, Beispiel, und dann kommt es auch zu dieser Fettverteilungsstörung und bei einigen Männern dann eben genau zu dieser Fehlregulation und es entsteht genau dasselbe Bild mit Fett an den Beinen und Schmerzen. Aber es sind sehr, sehr wenige. Also ja. Es gibt sehr, sehr wenige Männer im Vergleich zu Frauen, die davon Alles betroffen klar. sind. Ja, wenn man jetzt doch mehr über diese Technologie erfahren möchte, wie gelangt man an diese Informationen, wie das Ganze aussieht, wie ich das anwenden kann? Ja, ich gebe immer den Hinweis, Kleinsche Felde, sich diesen Namen zu merken. Das ist eine geschützte Marke und nach der kann man dann suchen auf den Plattformen, die man halt für sich nutzen mag. Und da findet man das breiteste Wissen. Also da kann man sich diese ganzen Anwenderberichte mal durchlesen, die da gesammelt sind an unterschiedlichen Stellen einfach. Und man kann sich informieren, man kann die ganzen, es gibt mittlerweile viele Anwendervideos auch zu sehen. Ja. Und da bekommt man, glaube ich, das breiteste Spektrum an Informationen. Und wenn man das für sich nutzen möchte, diese kleinen Felder sind aktuell zumindest in vielen Medizinprodukten der Marke BioRelax eingebaut. Das findet man. Das sind geschützte Namen und da kann sich jeder sein eigenes Bild machen und schauen, ob ihn das anspricht. Wer sucht, der findet. Genau. Super. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Sophie. Dir. Ja, und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünsche ich natürlich nur allerbeste Gesundheit und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Auf Wiedersehen. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte vergessen Sie nicht, hier oben den Kanal auch zu abonnieren, denn hier können Sie alle Sendungen auch werbefrei anschauen, aber auch unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, das dient uns nämlich auch sehr. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt an Sendungen, die Sie sicher auch interessieren könnte. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.